schwitzen sie jetzt auch schon, weil heute ist ein bisschen windig. Heute gab es Salat und ganz viel Oregano. Dann zeige ich euch mal eben die Buchten, wie das jetzt aussieht. Also die Seitentür geht jetzt hier auf. Hier sind die Innenbuchten. Das sind drei Etagen. Die werden noch miteinander verbunden, dass sie also hoch und runter laufen können. Und im Sommer kann man halt diese zweite Tür hier noch aufmachen. Das zeige ich euch mal eben. So, so sieht das Ganze jetzt aus, wenn die Tür auf ist. Also ihr könnt sehen, hier an den Seiten habe ich die Wände offen gestaltet, damit wirklich immer schön Umluft ist und sich keine Hitze staut. Ja, da kommt jetzt noch Linoleum drauf auf die Etagen und dann jeweils die Kotwand, so wie ich die gerade brauche. Wenn da die Durchgänge sind, dann brauche ich nicht zwei. Dann kommt noch die Vorderfront und dann ist der Innenausbau fertig. Hier habe ich auch jetzt endlich die Heuraufe eingebaut, die ich schon ja, ein bisschen länger her gebaut hatte, aber noch keinen passenden Platz hatte für sie. Und so können jetzt alle wirklich schön gemütlich essen. Oben ist das Sitzbrett. Die ist also auch aufklappbar. Ja, und so sitzen sie jetzt alle hier.